2 Sterne, leck mich am Hintern. Ja, warte doch mal. Ich habe die Befürchtung, dass wir noch mehr Sterne... Geh doch mal weg. Dass wir noch mehr Sterne kriegen werden. Was haben wir denn hier? 8 Rüben, okay. Das ist schön, wenn die sich hier prügeln, dann können wir nämlich hier einfach mal unbehelligt weitergehen. Also ich habe die Befürchtung, dass wir noch mehr Sterne kriegen werden, deswegen lasse ich die Klamotten dort erstmal stehen. Die müssten uns ja das Leben... Quatsch. Ja, genau. Die müssten uns ja das Fahndungslevel wieder runtersetzen. So, nachdem wir hier oben alles weggeräumt haben... Oh, 4 Sterne, leck mich doch! Wieso ist hier jetzt schon wieder alles... Okay. Gerade erst zerstört. Mensch, die Glaser, die sind aber schnell heutzutage, wa? Also, wir nehmen jetzt mal die Klamotten mit hier. Freizeit-Outfit. Okay. Kann man tragen, ist halt ein T-Shirt, ne? Was soll man da groß erwarten? So, jetzt haben wir noch gute 2 Minuten, knappe 2 Minuten hier. Da ist das gut drin. Okay. Latsche, latsche, latsche. Und zack. Und zack. Und zack. Ja, lass mich doch in Ruhe, bitte. Schon wieder 4 Sterne. Mensch. Okay, jetzt noch das und das. Und dann müsste es doch eigentlich... Okay, das war's dann. Me, yeah. Was ist das? Du kannst jetzt in bestimmten Gegnern auf der Karte Objekte kaufen. Jawohl, ja. Das ist doch schön. Wenn du ein Gebäude mit grüner Markierung siehst, kannst du dieses kaufen. Davon haben wir ja schon ein paar gesehen von den Gebäuden, die erst noch nicht zu kaufen waren und die jetzt dann eigentlich zu kaufen sein müssten. Stell dich in die Markierung und drücke die Tab-Taste, um das Objekt zu kaufen. Wunderbar. Ja, der Malibu Club. Ich werde mal schauen, ob wir den schon kaufen können. Das wäre natürlich ziemlich cool. Aber ich glaube, erstmal machen wir einfach die Missionen für Tommy weiter. Aha. Ich würde den Eingang noch schmaler machen. Also wirklich. Puppen. Windus Car in the annual North Point Mall Charity Raffle. Supplied by Vice City Motors. Ja, was denn? Howdy, son. Just thought I'd ring you up and give you some advice. Hey, Avery, what's eating you? There's a lot of opportunity in this town if you own the right real estate. You catch my drift? I reckon so. All I'm saying is keep your eyes open, and you might find the perfect business opportunity. I'll catch you later. Later, Avery. Ich weiß nicht, ob das nur bei mir ist, aber also bei mir, kann auch an den Kopfhörern liegen, knackt es immer total, wenn die Leute reden hier. Also wenn übers Telefon jemand anruft. Ich weiß nicht, ob die hohen Töne da irgendwie ein bisschen hinüber sind. Mal schauen, wie das in der Aufnahme so ist. Habe ich noch gar nicht drauf geachtet bisher. Ach Mensch, ja was denn? Würdest du annehmen? Dann das Gespräch annehmen? Nicht? Gut, dann... Scheiß drauf. The Benson. Wir machen wieder V-Rock rein. Wenn schon beschissenes Auto, wenigstens einen ordentlichen Radiosender. Auf dem gerade nur gequatscht wird. Super. Und PAM! Augen auf im Straßenverkehr! Und PAM! Die Großen haben Vorfahrt. Ist übrigens tatsächlich die Vorfahrtsregel, wenn man auf der Spree paddeln geht und mit den Kähnen in Berührung kommt. Die Großen haben immer Vorfahrt. Also Spree, wisst schon, Spreewald, so und so, nicht? Egal. Ach, jetzt rufen sie wieder an. Ja, was denn? Juhu, es gibt wieder neue Attentäteraufträge. Jetzt haben wir eine richtige Fülle an Wahlmöglichkeiten hier. Wir können Sachen kaufen und wir haben ganz viele Aufträge so noch. 120.000! Ja, leck mich doch! Okay, aber so weit sind wir gar nicht mehr weg davon.
ich bin ja sehr geneigt, erstmal einfach die 120.000 zusammen zu kratzen und mir das Ding zu kaufen, bevor ich gucke, was es sonst noch so gibt. Weg da! Und ums Eck gezogen! Jetzt müssten wir hier lang. Oh, 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 oh. Ja, passt schon. Gut, gut, gut. Und wieder zurück auf die Insel. Auf Starfish Island, das ist richtig. Ach, 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 ach. Ich war's nicht. Ach Mensch, wo kommen die denn immer her hier? Wahrscheinlich einfach aus dem Gegenverkehr. Ja genau, Starfish Island. Quietsch! Zack, Bulle weg. Ach, bloß ein Stern, das ist ja supi. Und hinein in die Hütte. Huah. Resetti Estate. Cool, wir sind wirklich mit dem Auto hier drin. Ja, schön. Direkt im Büro geparkt. So muss das sein. Ach komm, wir sehen mal wieder unser cooles Hawaii-Hemd an. Saubere Klamotten. Hier unten geht's weiter. Okay. Was ist hier? Oh, Schnieke. Wir gucken uns das erstmal so an. Kleine Bar hier. Was haben wir hier? Action Heli. Ach, das waren. Ja, das war das Zeug hier. Diese Dinger, mit denen wir für Avery dieses Häuschen in die Luft jagen mussten. Hübsches Funkradio, kleiner Wein für zwischendurch. Fliegende Gangkollegen. Wir haben jetzt übrigens eine eigene Gang. Das sind hier unsere Lakaien sozusagen. Hä? Typ? It doesn't have to be like this. Wie jetzt? Der zittert erstmal ab. Was, die fallen von einem Schlag um? Was ist das denn? Ups. Ist ja süß. Kommt mal her. Hahaha, zwei auf einem Streich. Ich bin begeistert. Zack. Aber irgendwie so richtig tot zu sein scheinen sie ja nicht, denn die haben ihre Waffen immer noch in der Hand. Und selbst jetzt fliegen sie noch durch die Gegend. Na gut, okay, dann machen wir mal den Auftrag. Ach, der steht wieder. Zoff in der Bar. Lance. What's the problem? Some bars refusing to pay. They reckon they're protected by a local gang of thugs. But don't worry, Tommy. I can handle it. You call this handling it? You two, off your asses. Let's go. Ja, Lance ist schon eine richtig große Hilfe. Also schalte die Wachen auf, die die Frontpage-Bar beschützen und finde heraus, wer hinter ihnen steckt. Der ist wahnsinnig toll. Also der ist... Ohne, was würden wir nur ohne ihn tun? Hinein! Huah, ums Eck und los. Woran zur Hölle bin ich jetzt hängen geblieben? Ach, ich bin gerade so selig und ruhig. Ich habe gerade schön Lasagne gegessen, eine halbe Auflaufform. Und bin jetzt eigentlich überhaupt nicht so in Kriegsstimmung, aber ich wollte natürlich auch mal weitermachen mit dem Let's Play. Solange ich noch Ruhe habe und das hier in Ruhe machen kann. Und deswegen muss das jetzt halt sein, etwas angeschlagen und wohl gesättigt und ruhig und schläfrig. Mal schauen, dann plärre ich halt nicht so blöd rum, wenn irgendwelche Lieder im Radio kommen. Das muss doch auch mal sein. Ach, hier drüben, hier ist doch das... Ups, das Hotel, oder? Okay, nicht ganz. Und bevor ich hier anfange, die Typen irgendwie mit abzuknallen, machen wir das mal so. Ach, schön. Kurz und unkompliziert. Wozu seid ihr eigentlich mit, oder? Hä? Begib dich zur Frontpage Bar und sprich mit dem Besitzer. Geht klar. Grüße. Idiots operate out of DBP security around the block. You guys just sort it out amongst yourselves. I'll be seeing you later. Yeah, whatever.
Da waren wir doch schon mal. Die DBP Security wird wissen, dass du kommst. Schnapp sie dir, ehe sie abhauen. 5 Minuten Zeit, geht klar. Komm, komm, steig ein, du Penner. Ach. Also Missionen, die man alleine machen kann, sind doch durchaus vorzuziehen, finde ich. Vor allem, wenn man Lance mit dabei hat, könnte ich nur brechen. Ich erinnere nur an die tolle Pizza Mortale Mission, wo Lance eigentlich nur dazu da war, um zu sterben und uns die Kacke zu versauen. So. Jetzt warten wir kurz. Ha. So, das war's für die. Was? Ach nee. Ach nee. Was? Du musst da einsteigen. Euch lasse ich zurück. Ihr seid Kanonenfutter. Tschüss. Aber Flüchten auf dem Motorrad sind eigentlich immer ganz gut. Mit dem Auto wegzurotzen. Komm her. Zack. Genau so. Und jetzt überfahren wir den Kollegen. Und weiter zum nächsten. Oh, mit Sturmgewehren. Hallo. Und ich muss aufpassen, wenn ich so weitermache, explodiert mir die Karre hier. Wo will der hin? Egal. Das war's. $4000, Mission erfüllt. Ich bin begeistert. Ja, jetzt habe ich die Wahl zwischen bald explodieren und wieder total auf dem Motorrad failen. Aber ich glaube, ich entscheide mich mal für das Motorrad. PCJ 600. Yeah. Ums Eck. Ach, hier sind wir. Von Ken haben wir auch schon... Ja, super. Von Ken haben wir auch schon lange nichts mehr gehört. Nein. Lance, don't screw up and we won't have any problems. I screw up, you can lay into me anytime. Tommy, I've done everything for you. You treat me like a fool. Don't do that. Lance, I won't rip you off or stab you in the back, okay? Just take it easy. This is tough enough without you getting all emotional on me. Trust me. Do you hear me? Do you hear me? I hear you, Tommy, but I can't take this much more. Lance, don't be like this. Now I'm warning you. Do you hear me? Just relax. Take a few days off. Okay? I'll talk to you. Unser zickiges altes Eheweib motzt mal wieder rum. Der Typ kann auch nichts anderes als sich zu beschweren und nutzlos rumzustehen, oder? Quietsch. Ansonsten kann er nur Helikopter fliegen und Boot fahren. Das können wir aber auch selber. Zack, und wieder gegen die Mauer gesetzt. Ich könnte brechen. Wir laufen einfach. Ach, 88 Leben. Hier draußen ist die Mission. Das habe ich schon gesehen. Aber ich will erst mal drinnen gucken, ob wir noch irgendwo unser Leben wieder aufpushen können. Hier gucken. Was gibt's eigentlich oben? Ist da die Decke offen? Sieht so aus. Oh, ein Heli-Landeplatz. Das ist doch schön. Was haben wir denn hier? Oh mein Gott, wir sind so langsam. Wow. Eine tolle Aussicht, finde ich. Ja gut, aber hier finden wir kein Leben. Nein, ich renne. Ist das auch so langsam, wenn ich hier drauf schieße? Pam! Ach, wie knuffig.